zum Unterschied zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz und den ethischen Implikationen der Verwechslung. Von mir, Sarah Spiekermann, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zur Einleitung. Zunächst einmal 5 Thesen zu den Grenzen von KI-Systemen. Wenn Persönlichkeiten wie Bill Gates und Elon Musk heute öffentlich von KI-Systemen warnen, dann verknüpfen technische Laien diese Warnungen sehr schnell mit den Dystopien der Science Fiction. Filme wie Terminator, Blade Runner oder Ex Machina haben die öffentliche Vorstellung davon geprägt, was KI-Systeme sein sollen. Meistens ein Roboter mit menschenähnlicher Hülle und menschenähnlicher Intelligenz. Oder alternativ ein virtueller Softwareagent wie der Bordcomputer HAL in Stanley Kubricks Odyssee 2001. Nicht nur Laien teilen diese fast schon regulative Idee von unserer Zukunft, sondern auch viele Experten glauben an das baldige Erscheinen solcher KI-Systeme, die zum einen erstaunlich humanoid sein sollen, zugleich aber auch viel intelligenter als wir Menschen. Schenkt man dieser vermeintlichen IT-Zukunft unhinterfragten Glauben, dann kann man vor den skizzierten KI-Systemen schnell so viel Angst bekommen, wie der antike Mensch die Götterwelt fürchtete, die ähnlich anthropomorph gestaltet war. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass Science-Fiction-Geschichten nichts mehr sind als moderne Legenden. Die kritische Auseinandersetzung mit Legenden hat schon immer die Geistesgeschichte geprägt und ist wichtig für kritisches Denken. Legenden sollten jedoch nicht die Grundlage bilden, welche die Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Technologiebereich dominiert. Vor diesem Hintergrund werde ich im vorliegenden Beitrag herausarbeiten, dass KI-Systeme keineswegs so heilig, heldenhaft oder superintelligent sind, wie die Legenden nahelegen. Stattdessen möchte ich diese Systeme so beschreiben, wie sie sind. Solch ein nüchterner Rahmen scheint mir überfällig, da politische Dokumente wie etwa der National Defense Authorization Act KI-Systeme als menschenähnlich beschreiben und damit erschreckend nah an die Science Fiction herangehen. Die Idee ist so mächtig geworden, dass offen über eigene Rechte für KI-Systeme nachgedacht wird, sogenannte Robot Rights. Sogar schon Staatsbürgerschaften an KI-Systeme vergeben worden sind. Und die Idee einer eigenen KI-Rechtspersönlichkeit die Bühne der Politik betreten hat. Spricht man KI-Systemen eine solche Menschenähnlichkeit jedoch politisch zu und gibt man ihnen auf dieser Grundlage entsprechende Einsatzfelder und Rechte, dann greift man gleichzeitig zutiefst in die Freiheit und Würde von Menschen ein. In allen Bereichen des Lebens müssten sich neue Normen im Umgang mit der neuen Spezies entwickeln. Ist es recht, einen Roboter zu treten? Tötet man ihn, wenn man ihn ausschaltet oder den Strom abdreht? Untergräbt der Fremdgang mit einer Roboterdame die Würde des menschlichen Partners? Die Palette an ethischen Fragen wäre schier unerschöpflich, ebenso wie die Fülle der sich daraus ergebenden Vorschriften. Dieser Beitrag stellt daher speziell die Frage in den Mittelpunkt, ob die Beschreibung von KI-Systemen als menschenähnlich zulässig ist. Zur Beurteilung bedarf es eines nüchternen Vergleichs zwischen den kognitiven Fähigkeiten von KI-Systemen einerseits und der menschlichen Intelligenz andererseits. Ich bezweifle nicht, dass KI-Systeme auch in Zukunft über eine weiter steigerbare Rechenleistung verfügen können und dass sie logisch so mächtig werden könnten, dass sie nicht nur in engen Anwendungsbereichen nützlich sind, sondern tatsächlich die Intelligenz von uns Menschen bereichern. Allerdings werden KI-Systeme trotz dieser zu erwartenden Leistungssteigerung aus folgenden Gründen wahrscheinlich nie menschenähnlich sein. Erstens, KI-Systeme verfügen über wenig menschenähnliche Informationen. Zweitens, KI-Systeme können nicht menschlich reagieren.
Drittens, KI-Systeme können nicht menschenähnlich denken. Viertens, KI-Systeme haben keine menschenähnliche Motivation. Und fünftens, KI-Systeme haben keine menschenähnliche Autonomie. Diesen Thesen liegt die Annahme zugrunde, dass Computersysteme auch weiterhin aus anorganischem Material gefertigt werden und digital arbeiten. Zum klassischen Unterschied von Vernunft und Intelligenz. Zunächst sei vorangestellt, dass ich auf der klassischen Unterscheidung zwischen Vernunft und Intelligenz aufbaue, die in unserer modernen Welt leider durcheinander geraten ist. Für die großen Philosophen der Antike bis ins späte Mittelalter galt, die Vernunft eines Menschen ist die Fähigkeit, rationale Argumente, Daten, Fakten etc. zu sammeln, aufzunehmen und sachlogisch zu kombinieren, zu Griechisch Dianoia oder Latein Ratio. Normale Menschen können lernen, vernünftig in diesem Sinne zu handeln, etwa Informationen zu sammeln, sich diese zu merken, wiederzugeben und zu kombinieren. Sie haben weitestgehend Kontrolle über diesen Vorgang. Im Gegensatz zu dieser Vernunft besteht Intelligenz oder Verstand, griechisch nous oder Latein intellectus, jedoch darin, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, zu abstrahieren, weiterzudenken oder schlichtweg zu sehen, worauf es in einer Angelegenheit ankommt oder nicht. Über diesen Intellektus haben Menschen wenig Kontrolle. Man kann sich nicht zwingen, etwas zu verstehen, was man nicht versteht, schrieb G.E. Moore. Aus diesem Grund schreibt man Menschen unterschiedliche Grade einzigartiger Intelligenz zu. Wie manifestiert sich nun Intelligenz im Gegensatz zur rationalen Vernunft? Erstens erlebt man sie körperlich. Der Blutdruck steigt freudig im Augenblick des Geistesblitzes. Oder man genießt einen emotional angenehmen Flow, wenn die eigene Kompetenz mit den Anforderungen der Aufgabe perfekt zusammenfällt. Zweitens ist es kaum möglich, Punkt für Punkt zu rekapitulieren, was es genau war, das einem aufgegangen ist oder was man wie in diesem Flow genau getan hat. Das wahre Verstehen, das dem intelligenten Handeln immanent ist, lässt sich nur eingeschränkt dingfest machen, geschweige denn in scharfen Informationseinheiten genau rekapitulieren. Und drittens ist zu beachten, dass Intelligenz im Gegensatz zur Vernunft in der klassischen Lehre als nous bezeichnet wird. Das gleiche Wort wie das französische nous, was zu Deutsch wir heißt. Die geteilte Wortwurzel weist darauf hin, dass Intelligenz etwas mit Gemeinschaftlichkeit zu tun haben könnte. Genauer gesagt, mit der Verbindung zu den Dingen der Natur, den beteiligten Personen. Intelligenz setzt ein geteiltes Verständnis voraus. Wenn man so ein geteiltes Verständnis nicht aufbauen kann, sagt man schnell, damit kann ich nichts anfangen. Man meint damit, dass man keine Intuition hat, wie man mit der gegebenen Sache umgehen soll. Für das Verstehen des Unterschieds zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz scheint dieses sich mit etwas verbinden mir ganz zentral. Es ist konstitutiv für den Unterschied zwischen Vernunft und Intelligenz. Die Vernunft zerlegt eine Sachlage völlig neutral in Einzelteile, analysiert diese nüchtern ohne körperliche Reaktion und trifft möglichst Punkt für Punkt nachvollziehbare Entscheidungen. Die Intelligenz hingegen erfordert, dass man sich mit einer Sache verbindet, dass man etwas mit ihr anfangen kann. Das Fazit dieses Artikels wird sein, dass KI-Systeme zwar vernünftig sein können, aber nicht intelligent. Und der Grund dafür ist letztlich, dass sie nicht die Fähigkeit haben, sich mit der Welt auf intelligente Weise zu verbinden. Sie können mit der Welt nichts anfangen. Zweites Kapitel.
KI-Systeme verfügen über wenig menschenähnliche Informationen. Menschen sind hochsensible, körpergeistintegrierte Systeme, die mit ihrer Umwelt permanent in Resonanz stehen, wie Hartmut Rosa das schrieb. So mächtige Systeme in der Tat, dass die Wissenschaft derzeit die These nicht mehr vermeiden kann, unser Gehirn möglicherweise als einen analogen Quantencomputer zu verstehen. Selbst wenn ich mich dieser These hier nicht anschließen kann, so verarbeitet der Mensch in jedem Fall permanent optisch, akustisch, haptisch, gustatorisch und olfaktorisch massive Umweltinformationen. Unsere Wahrnehmung ist das Produkt leibgebundener Formen synästhetischer Wahrnehmung, schreibt Johannes Hoff. Und ohne mich hier der Argumentationskette von Ray Kurzweil anschließen zu wollen, so müssten menschenähnliche KI-Systeme zunächst einmal über ein sensomotorisch ähnlich mächtiges Gehäuse verfügen, das auch ähnlich vollständige Weise die Umwelt verarbeitet. Davon aber ist der Stand der Technik sehr weit entfernt. Die mächtigsten der heutigen Supercomputer können gerade mal 1-2% der neuronalen Aktivität eines menschlichen Gehirns simulieren, wofür aber um ein Tausendfaches und mehr an Energie aufgebracht werden muss, als was unser biologisches System erfordert. Ein Gehirn hat mehr als 860.000 Milliarden Neuronen, die sich zu über einer Trillion Synapsen miteinander verbinden. Früher dachte man, dass Menschen durch die Veränderung der Wirksamkeit bestehender Synapsen lernen. Diese Idee wurde zur Grundlage des maschinellen Lernens. Deshalb spricht man bei KI-Systemen auch von Trainieren von Neuronen. Heute jedoch weiß man aus den Neurowissenschaften, dass es bei Menschen permanent zum Entstehen neuer Synapsen zwischen den Neuronen kommt. Mit anderen Worten, das Gehirn verdrahtet sich permanent neu. Darf man technischen Quellen vertrauen, werden bis zu 40% der Synapsen auf einem Neuron des Menschen täglich ersetzt. Ein ernüchterter Autor der künstlichen Intelligenzwelt schließt daher: Während es wahr ist, dass die heutige KI-Techniken auf die Neurowissenschaften verweisen, so verwenden sie dabei ein übermäßig vereinfachtes Neuronenmodell, das wesentliche Merkmale realer Neuronen auslässt. Und die Machine-Learning-Neuronen sind auch auf eine Weise miteinander verbunden, die nicht die Realität der komplexen Architektur unseres Gehirns widerspiegeln. Fakt ist also, dass die vielfältige, nuancierte und reiche menschliche Verarbeitung von Umweltinformationen unendlich feiner und flexibler ist als das, was wir von Maschinen in absehbarer Zeit und zu sinnvollen Energiekosten erwarten dürfen. Wenn jedoch die von KI-Systemen gesammelten Informationen andere sind, die noch dazu gröber verarbeitet werden, wie soll ein KI-System dann menschenähnlich sein? Oder menschenähnlich reagieren. Weniger Daten, weniger Sensorium und weniger mächtig. Dabei zudem völlig anders geartete Verarbeitung von Umweltinformationen wird uns die KI-Systeme wahrscheinlich noch lange ungelenk vorkommen lassen. Trotz dieser Sachlage haben KI-Systeme jedoch etwas, womit sie zu einer gewissen Vernunft in dieser Welt beitragen können. In ihre Gehäuse lassen sich nämlich eine Vielzahl von Sensoren einbauen, die wir Menschen wiederum nicht besitzen. Und diese Sensorinformation kann durch globale Vernetzung zwischen den KI-Systemen effizient geteilt werden. Je nach Ausstattung können KI-Systeme beispielsweise Radioaktivität, Wärme oder Feuchtigkeit messen, die Anzahl der genutzten Wireless LANs in der Umgebung ermitteln, die Art der Möbel in umliegenden Häusern auslesen. KI-Systeme wie mobile Roboter könnten über internationale Datenmärkte das soziodemografische Profil jedes vorbeigehenden Passanten einsehen und durch optische Analyse der Gesichtsmimik relativ treffsicher auf deren momentane Gefühlslage schließen.
Auch wenn KI-Systeme sich also mangels körperlichen Sensoriums und mangels menschenähnlicher Gehirn- oder Körperstrukturen nicht in gleicher Weise mit der lebendigen sinnlichen Welt verbinden können, so können sie sich doch untereinander vernetzen und ungeheuer viele anders geartete Daten aggregieren. Das Resultat ist eine ganz eigene Maschinenratio, deren Bedeutung für das menschliche Leben und Wirtschaften wichtig sein kann, auch wenn es oder beziehungsweise gerade weil sie nicht menschenähnlich ist. Zweites Kapitel. KI-Systeme können nicht menschenähnlich reagieren. Wenn Menschen auf ihre Umwelt reagieren, dann zeigt sich darin in ganz besonderer Weise ihre Intelligenz im Sinne des Nous. Jeder, der eine normal ausgeprägte Verbindung zur Welt aufbauen kann, reagiert auf diese Welt unmittelbar und gefühlsmäßig, was in allen Lebenslagen wichtig ist. Man nehme etwa eine moralisch aufgeladene Situation, in der man ein Unrecht beobachtet. Im Angesicht negativ konnotierter Zustände wie Unrecht, Gemeinheit, Brutalität oder ähnlich, kennt unsere Sprache Ausdrücke für unser sofort einsetzendes Wertgefühl. Etwa, dass man angesichts des Beobachteten Bauchschmerzen hat, dass es einem kalt über den Rücken läuft oder dass es einem die Haare zu Berge sträubt. Aber nicht nur in negativen Situationen leidet unser Wertgefühl, unser Verstehen. Das meiste, was unserem Leben in Form von Werten letztlich Bedeutung gibt, gibt Sympathie, Liebe, Freundschaft, Gemeinschaft, Sicherheit. Es schließt sich uns Menschen dadurch, dass wir uns gefühlsmäßig hingezogen fühlen. Das sich hingezogen fühlen, da abgestoßen sein, bestimmt dann ganz maßgeblich unsere Reaktion. Es genügt wohl der Hinweis, dass Computersysteme aller Generationen und auch kein KI-System über einen Leib verfügen, der solche oder ähnliche Empfindungen haben kann. Ein Gehäuse aus Stahl hat keine Bauchschmerzen und es läuft ihm auch nicht kalt den Rücken runter. Ein humanoider Roboter könnte zwar sagen, dass er Bauchschmerzen hat, die Reaktion der Maschine besteht dann in dieser Sprachausgabe. Diese Simulation einer Menschenähnlichkeit macht das KI-System jedoch nicht wirklich menschenähnlich. Was das Beispiel mit den simulierten Bauchschmerzen darüber hinaus interessant macht, ist, dass wahre Menschenähnlichkeit oft gar nicht gewünscht ist. Eppliweitz und Cacioppo zeigen, dass viele Menschen lediglich aufgrund von Gefühlen der Einsamkeit zu Anthropomorphismen neigen. Wäre es nicht schön, einen völlig neutralen Freund zu haben, der gleichzeitig hochempathisch reagiert, beziehungsweise in seiner Simulation von Empathie uns gegenüber so vollkommen ist, dass man sich in der Interaktion geborgen fühlt? Empathisch wirkende, aber in Wirklichkeit emotionslose Vernunft scheint das Wunschbild einer Zeit, in der unser Vertrauen in wirkliche Menschen selbst am Tiefpunkt ist. Dieses mangelnde Vertrauen wird der menschlichen Natur meines Erachtens nicht gerecht. Beim Menschen korreliert die Empathiefähigkeit mit der Aktivität von Spiegelneuronen, sodass es zu einer natürlichen Empathiefähigkeit kommt. KI-Systeme hingegen haben keine Spiegelneuronen. Was KI-Systeme mittelfristig allerdings mehr nutzen könnten, sind Sensoren, welche in der Lage zum Erkennen menschlicher Emotionen und Reaktionen sind. Es ist Computern schon heute möglich, minimale Gesichtsregungen, Pupillenerweiterung oder sogar Hautreaktionen präzise zu messen und daraus relativ zuverlässig abzuleiten, wie sich ein Gegenüber fühlt. Ferner können KI-Systeme die technischen Skills besitzen, auf solche granularen Beobachtungen des menschlichen Gegenüber vernünftig zu reagieren. Ich gebrauche hier bewusst den Begriff der Vernunft, denn das Computersystem ist ja nicht in der Lage, ein Nous, ein Wir zu aktualisieren und sich mit dem Gegenüber emotional zu verbinden,
Es kann jedoch ein rationales Modell des menschlichen Gegenübers errechnen und dann bestimmte erlernte Reaktionen auf diesen Menschen ausführen. Die Frage ist, wie man solch eine Maschinenreaktion beurteilt und ob man sie als intelligent im menschenähnlichen Sinne gelten lassen will. Was einen Menschen emotional intelligent macht, ist, dass er oder sie eins mit sich und der Welt ist. Er oder sie versteht und kennt sich selbst und ist aus dieser Selbsterkenntnis heraus gepaart mit einem Verstehen seiner Umwelt in der Lage, auf diese in einem empathischen, verbindenden Sinne zu reagieren. Beim KI-System fehlt neben der Fähigkeit, sich wahrhaft zu verbinden, sogar noch ein zweiter Aspekt. Dass es eben dieses menschliche Selbstbewusstsein nicht hat. Es hat kein Selbst, was es in die Verbindung mit seinem menschlichen Gegenüber einbringen könnte. Und damit ist jede Reaktion der KI sinnbildlich selbstlos. Das aber ist nicht menschenähnlich. Drittes Kapitel. KI-Systeme können nicht menschenähnlich denken. Wenn Computersysteme denken, dann ist das, was sie eigentlich tun, rechnen. Jedes Computersystem inklusive aller Formen von KI basiert auf Daten, die nach einem ganz spezifischen Schema kodiert, eingelesen, in Datenbanken klassifiziert, strukturiert, funktional integriert, idealerweise mit Metadaten beschrieben und gegebenenfalls als Teil von Ontologien abgespeichert sind. Das, was häufig als KI-systemspezifische Funktionalität beschrieben wird, etwa das maschinelle Lernen zum Beispiel mit Deep Neural Networks, ist Teil von genau dieser Datenverarbeitungsarchitektur. Sie erlaubt, dass Rohdaten nicht nur als Informationen abgespeichert werden, sondern sinnvoll repräsentiert werden und dass diese Repräsentationen sich auch verändern können. KI-Systeme können Muster erkennen und anpassen, zum Beispiel Sprachmuster. Und sie können dann in Kombination mit dem Wissen der Linguistik gewachsene Modelle aufbauen, was ihnen erlaubt, Sprechaktionen zu erkennen, zu analysieren und selbst auszuführen. Gerade bei der KI-unterstützten Datenverarbeitung kann diese Aggregation kontinuierlich sein. Abgespeicherte Informationen und Repräsentationen verändern sich permanent mit neu einfließenden Datensätzen. Beobachtet man große Datensätze am Bildschirm live bei einer solchen Verarbeitung, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass dieser Fluss von Daten und sich verändernden Informationsobjekten eine eigene Lebendigkeit entfaltet. Eine Lebendigkeit, die ich als synthetische Existenz bezeichne. Diese synthetische Existenz ist beeindruckend, wenn man sie am Werk sieht. Es blinkt, es lebt, mag die beeindruckte Beobachterin eines solchen Systems rufen. Allerdings darf man bei allem Enthusiasmus diese blinkende Visualisierung nicht mit einer menschenähnlichen Existenz gleichsetzen. Es ist nicht das Leben selbst, sondern lediglich eine darauf aufsetzende, beobachtende Instanz der realen Phänomene, die man sieht. Beobachter und Beobachtetes fallen logisch nicht zusammen. Der Unterschied zwischen menschlichem Denken und künstlicher Informationsverarbeitung ist, dass Menschen in der Regel keine Daten in einem Modell zusammenrechnen. Es ist zwar durchaus so, dass wir in der Psychologie und auch in der Ökonomie eine lange Tradition haben, menschliches Denken und Entscheiden zu modellieren. So nutzen wir leider immer noch die Vorstellung vom Homo economicus, um den Menschen als eine Art Präferenzoptimierer und Nutzenmaximierer zu modellieren. Auch in der Psychologie verwenden wir Modelle wie beispielsweise jene der unterschiedlichen Theorien vernünftigen Handelns, um zu erklären, wie Menschen reagieren. Die Anzahl der Modelle, die menschliches Denken im Rahmen von Entscheidungsprozessen zu repräsentieren versuchen, ist groß.
Aber jeder vernünftige Wissenschaftler weiß auch, dass all diese Modelle, die menschliches Denken bezüglich Entscheidungen in Einzelteile zerlegen und in der abhängigen Variable des Handelns wieder zusammensetzen, nur grobe Heuristiken des tatsächlichen menschlichen Denkens und Handelns abbilden. Das macht die Modelle nicht weniger wertvoll. Heuristiken sind wissenschaftlich wichtig, um uns selbst als Spezies besser zu verstehen. Aber sie sind nicht geeignet, das menschliche Denken und Handeln an sich vollständig abzubilden oder verlässlich vorherzusagen. Wer das nicht akzeptieren will, mag demütig an die Bestimmtheitsmaße und Fehlergrößen erinnert werden, die mit jeder wissenschaftlichen Statistik einhergehen. Nur äußerst selten zerlegt ein Mensch in einer Entscheidungssituation minutiös die Aspekte in Einzelbestandteile, beziehungsweise startet von diesen ausgehend und rechnet sie dann mit Gewichtungen wieder zusammen, auch wenn uns so mancher Verhaltensökonom nahelegen mag, dies öfter mal zu tun. Stattdessen scheint gesichert, dass Menschen ihre Umwelt normalerweise in nicht summativen, ganzheitlichen Gestalten wahrnehmen. Zumindest dann, wenn beide Gehirnhälften gesund zusammenarbeiten. Die rechte Gehirnhälfte, die für diese ganzheitliche Wahrnehmung maßgeblich zuständig ist, interagiert dabei mit der linken Gehirnhälfte, die das Wahrgenommene strukturiert. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts nutzte Edmund Husserl das antike Konzept der Noemata, um die ganzheitlichen Gestalten unseres Denkens begrifflich zu fassen. Noemata erlauben uns Menschen, die Sinngestalt eines Phänomens zu erfassen, und wir tun dies nicht, indem wir einzelne Datenpunkte zu dieser Gestalt irgendwie rechnerisch gewichtet synthetisieren, sondern diese geht uns auf oder wird uns intuitiv einsichtig. In Anlehnung an dieses Wissen spricht man in Neurowissenschaften und in der Gedächtnisforschung heute von autonoetischem Bewusstsein, wenn man die menschliche Persönlichkeit und ihr Gedächtnis beschreibt. In weiten Teilen unseres Denkens aktualisieren wir Menschen das, was wir beobachten, in Noemata, für die wir Begriffe gefunden haben. So könnte man sagen, dass ein Mensch zum Beispiel eine Idee davon teilen kann, was es heißt, gut zu sein. Wenn es dann in der Umgebung zu einem Vorfall kommt, wo sich jemand dieser Vorstellung bzw. Idee entsprechend verhält, dann erkennt ein Mensch das sehr schnell. Ein KI-System hingegen hat keine geteilte Idee vom Guten. Es kann trainiert werden, eine ganz bestimmte Abfolge von Handlungen als etwas zu erkennen, was als gut oder richtig gekennzeichnet, zu Englisch gelabelt worden ist. Und daher die Regel inkorporieren, dass ein guter Mensch an einer roten Ampel stehen bleibt. Aber es erkennt dann immer nur diese eine Ausprägung des Guten wieder. Läuft also jemand über die rote Ampel, weil er ein Kind retten will, wird das KI-System errechnen, dass das nicht gut ist. Es sei denn, es hat genau diese Sequenz vorher schon einmal gelernt. Menschen hingegen sind sofort in der Lage, die Idee des Guten in der rettenden Tat zu erkennen. Ein KI-System folgt einer Bottom-up Pattern Recognition Theory of Mind. Der Mensch hingegen nutzt top-down die Wiedererkennung von Noemata, die sich noch dazu gar nicht in Datenpunkten fassen lassen, sondern nur in Form von ganzheitlichen Wesensgestalten aufscheinen. Diese Dynamik des Denkens erlaubt unserer Spezies problemlos mit der unstrukturierten Vielzahl sensomotorischer, optischer, olfaktorischer und haptischer Umwelteinflüsse klarzukommen, die keinerlei Kompilierung bzw. Übersetzung in Dateneinheiten, Vorverarbeitung, Training, vordefinierte Datenbankfelder, Ontologien etc. bedürfen. Mir ist natürlich bewusst, dass so manchen modernen Wissenschaftler nicht wohl dabei ist, diese Phänomenologie anzuerkennen. Denken in Noemata? Keine messbaren und fein abgrenzbaren Informationseinheiten? Das erregt Unwohlsein. Dies ist nicht verwunderlich, denn der dominierende Teil der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hängt nach wie vor
dem an, was Johannes Hoff als Baukästchenmetaphysik beschreibt. Er schreibt, so wie Johannes Gutenberg aus beweglichen Lettern seine Druckformen zusammensetzte, so synthetisiert das kantische Ich aus mannigfaltigen Sinneseindrücken wahrnehmbare Objekte. Nach Hume ist sogar das synthetisierende Ich auf ein Bündel unterschiedlicher Zustände reduzierbar. Dies jedoch scheint ein auslaufendes Modell vom menschlichen Denken, denn folgt man den aktuellsten neurowissenschaftlichen Erkenntnissen, die eingebettete sind in eine intelligente geisteswissenschaftliche Tradition, dann wird Folgendes klar. Wenn es überhaupt als Maschine bezeichnet werden kann, dann ist das Gehirn keine Synthetisierungs- oder Projektionsmaschine, sondern eine Inhibitions- oder Selektionsmaschine. Das Geistige wird durch das Gehirn nicht generiert, sondern im Zusammenspiel mit anderen Organen und korrespondierenden Umwelteindrücken, die den Möglichkeitsraum des Wissens und Wahrnehmbaren einschränken, auf mehr oder weniger diskrete Formgestalten kontrahiert. Der fundamentale Unterschied zwischen einem maschinellen, also synthetisierenden und einem menschlichen, daher kontrahierenden Denken hat ethische Implikationen. KI-Systeme können nur Daten verarbeiten, für die sie eine entsprechende technische Repräsentanz haben, also trainiert wurden. Solange ein KI-System keine Repräsentanz für alle erdenklichen, ja selbst die unwahrscheinlichsten Situationen vorhält, wird es immer wieder die unsinnigsten Fehler machen. Es wird falsche Urteile fällen, sobald es mit einer Situation konfrontiert ist, die im Training nicht vorkam. Das ist jedoch fatal, weil das ganze menschliche Leben nun mal eine Abfolge kontextsensibler, nicht identischer Wiederholungen ist. Weil KI-Systeme Fehler machen, die für die betroffenen Menschen mehr als unangenehm, ja sogar gefährlich werden können, gibt es bis heute fast ausschließlich sogenannte enge KIs. Diese KI-Systeme werden für einen ganz bestimmten geschlossenen Kontext trainiert. Hier können Sie die theoretisch möglichen Datenmuster erlernen und sogar Details erkennen und Eventualitäten antizipieren, die ein Mensch oft gar nicht erkennt. Das zeigt aber noch einmal, warum ein KI-System überhaupt nicht menschenähnlich ist. Es leidet am sogenannten Underfitting im offenen, generell nicht identisch wiederholten Lebenskontext, den Menschen und Gruppen teilen. Und es ist präziser und vorausschauender als ein Mensch in geschlossenen Kontexten sich wiederholender Gegebenheiten. Wenn man diesen Unterschied zwischen menschlichem Denken und der Datenverarbeitung von KI-Systemen nicht versteht, kann es zu einem ethisch problematischen Einsatz der Technik kommen. Und zwar überall dort, wo die komplexe individuelle Lebenssituation eines Menschen mithilfe eines KI-Systems erfasst werden soll. Etwa bei der Frage, ob jemand ein Krimineller ist und bleibt, eine Straftat begehen wird oder begangen hat, an einer Universität oder in einem Job gute Leistungen bringen kann. Oder ob er das Richtige tut, wenn er bei Rot auf die Ampel springt, um ein Kind zu retten. Die nicht identischen Charakterzüge von einzelnen Menschen in ihren nicht identischen Lebenssituationen, die sie in nicht identischen Kontexten durchleben, sind so einzigartig, dass es einem KI-System nicht möglich ist, sie zu erfassen. KI-Systeme, die auf solch generellen Lebensterrains eingesetzt werden, laufen permanent in Gefahr des Underfitting. Viertes Kapitel. KI-Systeme haben keine menschenähnliche Motivation. In der Science Fiction werden KI-Systeme immer dann spannend, wenn sie sich ihre eigenen Ziele setzen. Etwa der Bordcomputer HAL in Stanley Kubricks Film Odyssee 2001. Wenn Menschen sich bewusst Ziele setzen, dann deswegen, weil ihnen eine Handlung, ein Handlungsergebnis oder eine Seinsweise als sinnvoll bzw. wertvoll erscheint. Oftmals sind es gar nicht bestimmte Ziele, sondern eher Werte, die eine Art Zugqualität auf uns Menschen ausüben
und uns dazu motivieren, in dieser oder jener Form zu handeln. Seit vielen Jahrzehnten setzt sich die Motivations- und Verhaltensforschung mit diesen Mechanismen des Menschen im Detail auseinander. Hier spricht man von Motiven, die beim Menschen generell, kontextuell oder situationsspezifisch geprägt sind. So kann ein Mensch eine generelle Neigung zu einem bestimmten Verhalten haben. McClelland unterscheidet etwa Menschen mit einer relativ ausgeprägten Tendenz zu Macht, Leistung oder Zugehörigkeit. Oder es werden in wiederkehrenden Kontexten wie Freizeit, Familie oder Lernen immer wieder bestimmte intrinsische Motive wirksam. Zum Beispiel die Neugierde, der Wunsch nach Ordnung oder ein gewisser Idealismus. Ebenso gibt es ganz situationsspezifische Motive, zum Beispiel gewinnen zu wollen oder den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden. Grundsätzlich geht man in der Psychologie davon aus, dass es solche Motive sind, die das Verhalten von Menschen prägen. Angesichts dieser menschlichen Motive stellt sich die Frage, wie man einem KI-System so emotional aufgeladene Werte wie Macht, Zugehörigkeit, Leistungsfreude oder Idealismus beibringen soll. KI-Systeme haben weder den gedanklichen Zugang zu diesen Begriffen in Form von Noemata, noch haben sie ein Leibgedächtnis, welches ihnen die sinnliche Wertigkeit dieser Motive vermitteln könnte. Und selbst der beste Theoretiker könnte ein Motiv wie Macht oder Bedürfnis nach Ruhe nicht präzise modellieren. Wo sich Psychologie und KI treffen, ist wiederum in vereinfachenden Modellen der menschlichen Ratio, etwa der Erwartungswerttheorie. Die Erwartungswerttheorie postuliert, dass Menschen in eine Art Kalkül eintreten, wo sie sich ausrechnen, ob ein bestimmtes Verhalten zur Erfüllung des angestrebten Motivs beiträgt. Erwartungswertfunktionen können eine spannende Grundlage sein, um ein KI-System zu optimieren. Allerdings ist es einem KI-System nur möglich, sogenannte extrinsische Motive abzubilden, zum Beispiel eine Geldmenge, die durch ein Verhalten erzielt wird. KI-Systeme an Finanzmärkten werden mit solchen Zielfunktionen, monetären Zielfunktionen trainiert. Sobald man allerdings von Einsatzkontexten absieht, wo eine solche einfache Maximierungslogik Sinn macht und sich in den Normalfall menschlicher Lebensbereiche begibt, wo Motive um ihrer selbst willen angestrebt werden, dann läuft sich das KI-System tot, weil es zu solchen Motiven keinen Zugang hat. Irreführend ist, wenn sich einige KI-Experten dennoch auf den schlüpfrigen Pfad begeben, KI-Systemen eine menschenähnliche Motivation dieses Typus zuzuschreiben. Sie verwenden dazu Begriffe etwa den der intrinsischen Belohnung. Wenn man sich dann jedoch genauer anschaut, wie sie diese definieren bzw. im System modellieren, dann weicht diese intrinsische Motivation doch ganz erheblich von dem ab, was die Psychologie darunter versteht. Intrinsische Motivation von KI-Systemen ist bei Schmidhuber etwa das, was eine Reinforcement-Learning-Komponente in einem KI-System übernimmt, deren mathematische Zielfunktion sich bei neu entdeckten Datenmustern maximiert und dann aus diesem Kalkül heraus weitere Aktionen im System anstößt. Intrinsische Motivation im menschlichen Sinne ist jedoch nicht primär an etwas Neues gebunden. Ganz im Gegenteil handelt es sich bei intrinsischer Motivation um das wertschätzende Erleben von etwas von nicht identischen Wiederholungen oder innerlich ersehnt angenehm. So sind zum Beispiel Zustände wie Zugehörigkeit zu empfinden oder in Ruhe zu sein, solche, die nicht identisch wiederholt werden können, sondern etwas schon Erlebtes darstellen, etwas, das man schon kennt, aber doch immer wieder neu erfahren möchte. Ferner hat die intrinsische Motivation auch nichts mit Maximierung zu tun, wie das bei der Reinforcement Learning Komponente der Fall ist, sondern ganz im Gegenteil, ein Handeln um des Motivs selber willen, ein Handeln, dessen Maximum gar nicht angestrebt wird, sondern eher dessen Stimmigkeit. Kurz, das Entlehnen des psychologischen Begriffs durch Informatiker wie Schmidhuber ist völlig irreführend. Intrinsische Motivation im menschlichen Sinne
ist bei KI-Systemen nicht herzustellen. Fünftes Kapitel. KI-Systeme haben keine sozial eingebettete Autonomie. Der letzte große Bereich, der die angebliche Menschenähnlichkeit von KI-Systemen rechtfertigen soll, ist der ihrer potenziellen Autonomie. Das US-amerikanische Defense Science Board definiert die technische Autonomie eines KI-Systems als die Fähigkeit, unabhängig aus verschiedenen Vorgehensweisen auszusuchen bzw. diese zusammenzustellen, um ein Ziel zu erreichen, was auf dem Wissen, dem Weltverständnis, dem Selbstverständnis und der Situation aufbaut. Diese technische Autonomie setzt ein, wenn das System einmal aktiviert ist. Wird beispielsweise eine Drohne auf Mission geschickt, kann sie so konfiguriert werden, dass sie dann auf Basis selbstgesetzter Ziele agiert. Oder ein Stromnetz kann mithilfe von Smart Metadaten die Netzstabilität selbstständig managen. Mit dieser Definition hat sich das Militärgremium für die höchsten Grade dessen entschieden, was es Autonomie nennt. Die gesamte Kontrolle liegt bei der Maschine. Notwendig ist an dieser Stelle an die Argumentation der Kantianerinnen zu denken, wonach man allerdings nur einen Sklaven, der eben gerade nicht autonom ist, auf Mission schicken kann, da es ihm nicht möglich ist, sich selbst auf Mission zu schicken, nicht selbst die Art der Mission zu wählen kann und die Mission auch nicht ablehnen kann. Kantianer würden die Art von Mission, die eine Drohne erfüllt, als Heteronomie bezeichnen. Wiederum benutzt die Informatik also einen philosophisch sehr präzise definierten Begriff und schreibt ihren Maschinen damit Fähigkeiten zu, die diese nicht besitzen. Ausgenommen sind natürlich jene KI-Systeme aus der Science Fiction, die sich tatsächlich vollkommen eigenständig ihre Missionen aussuchen und ihre Ziele stecken. Das sind sogenannte generelle KIs, die sich nach einem nicht überwachten Machine Learning-Verfahren selbst Ziele setzen können. KIs, die es in sinnvoller Weise derzeit nicht nur nicht gibt, sondern von denen auch nicht klar ist, ob es sie jemals geben wird oder geben sollte. Doch selbst wenn eines Tages Systeme solcher generellen KIs geben sollte, sind diese dennoch nicht menschenähnlich. Warum nicht? In der sogenannten Self-Determination Theory haben Ryan und Deci seit 2000 immer wieder nachgewiesen, wie wichtig für Menschen die drei Faktoren der eigenen Kompetenz, der Autonomie und der menschlichen Bezogenheit sind. Autonomie wird hier verstanden als die Möglichkeit, für das eigene Handeln ursächlich sein zu können, und zwar so aber, dass man in Harmonie mit sich selbst agieren kann, dass man sich etwa nicht von Fremdeinflüssen gezwungen fühlt, bestimmte Handlungen anzustoßen. Das bedeutet allerdings bezogen auf uns Menschen nicht, dass man im Ausleben dieser Autonomie komplett frei ist von den Wünschen, Zielen und Gewohnheiten der Gruppe, mit denen man sich verbunden fühlt. Ganz im Gegenteil. Der Mensch ist ein Zoon Politikon, ein soziales Wesen. Das heißt, dass die vernünftige Entscheidung eines Menschen in der Regel das soziale Umfeld mit berücksichtigt. Menschen leben, wenn überhaupt autonom, nur in einer Art sozial eingebetteten Autonomie. Ihre Freiheit endet dort, wo die Freiheit der anderen beginnt. Wenn man sich dieses Spannungsfeld von eigener Freiheit und menschlich autonomen Entscheidungen anschaut, was innerhalb eines sozialen Umfelds stattfindet, dann erkennt man sehr bald, dass es die Verletzbarkeit des Menschen ist, die ganz wesentlich dazu beiträgt, dass er oder sie sich aus sich selbst heraus dazu entscheidet, oft für andere mitzudenken und nicht nur als freischwebendes Individuum autonom zu entscheiden. Die ganze aristotelische Tugendlehre beschäftigt sich mit dieser Thematik des Menschen, ein gesundes Maß zu halten in der Art seiner Entscheidungen, weder durch ein zu viel noch ein zu wenig negativ in seine Gruppe hineinzuwirken. Was ihn oder sie jedoch dazu motivieren kann, dieses Maß zu halten, ist die Verletzbarkeit, etwa
von der eigenen Gruppe nicht anerkannt zu werden, ausgestoßen zu werden, allein zu sein. An genau dieser Stelle unterscheidet sich die gelebte menschliche Autonomie ganz maßgeblich von der Autonomie eines KI-Systems. Zweitere nämlich wird vor allem als Möglichkeit verstanden, nach eigenem Kalkül eine Aktion anzustoßen, ohne eine Bestätigung vom Operator einzuholen. Soziale Erwägungen spielen dabei für die Maschine keine Rolle, denn sie ist nicht verletzlich. Es ist ihr egal, ob sie keinen Strom mehr bekommt oder abgeschossen wird, denn die Idee des Todes ist ihr im menschlichen Sinne nicht vermittelbar. Was ist das Fazit? Der Mensch ist so wenig KI, wie er ein Schwein ist. Nimmt man nun alle diese bis hierher erläuterten Bereiche zusammen, in denen sich KI-Systeme von Menschen doch maßgeblich unterscheiden, so muss man sich fragen, wie Experten bis in die höchsten politischen Ebenen hinauf auf die Idee kommen können, KI-Systemen ernsthaft Menschenähnlichkeit zuzuschreiben. So haben Menschen beispielsweise zwar identische DNA-Basispaarketten mit anderen Säugetieren, diese Ketten stimmen angeblich zwischen Menschen und Schweinen zu 90% überein. Dennoch würde niemand auf die Idee kommen, Menschen mit Schweinen zu verwechseln und niemand würde auf die Idee kommen, Schweinen ähnliche Rechte wie Menschen zu geben. Aus kritischer ethischer Perspektive stellt sich daher die Frage, ob es in Ordnung ist, Menschen mit KI-Systemen zu vergleichen oder ob dies nicht einer Diffamierung gleichkommt. Die von Marketing und Hypes geprägte Technikwelt setzt sich zu wenig achtsam mit der angestammten Bedeutung solcher Begriffe auseinander und begibt sich damit auf eine fragwürdige Gratwanderung, für die Autoren Hashtag und Mathis den Begriff der stillschweigenden Täuschung geprägt haben. Aus Sicht der fröhlichen Wissenschaften könnte ein Mensch freilich spielerisch kontern, scharf und milde, grob und fein, vertraut und seltsam, schmutzig und rein, der Narren und Weisen stell dich ein, dies alles bin ich, will ich sein, Taube zugleich, Schlange und Schwein.